Als weiteren Tipp, um gleich zu sehen, aha, ich habe Winterräder, kann man auf dieses Schneeflockensymbol achten. Das zeigt direkt an, dass auch Winterbereifung existiert oder beziehungsweise, dass auf der Felge Winterbereifung drauf ist. Und zusätzlich dann auch der Wechsel von Sommer nach Winter. Also Ganzjahresreifen zum Beispiel haben noch eine Sonne mit dabei oder auch eine Wolke mit drauf. Das sind jetzt explizite Winterräder, die diesen Schneeflockenberg mit drauf haben. Also das ist ganz wichtig im Winter. Ja. Und dann machen wir weiter. Hier, du, wir sind einfach quasi mal so ums Auto rum. Ich denke, das ist so ein ganz guter Tipp, weil unter anderem auch dran zu denken ist. Ja, aber schön war es auch nicht. Du musst auch mal mit dem Scheitern umgehen. Ja, wir scheitern einfach. Dann will ich auch kein Breze haben. Nein, ich möchte das nicht. Warte mal, ich kriege unsere Breze um. Okay. Okay. Nein, jetzt wird der große Rauch. Ich muss hier mal kurz dazwischen gehen. Aber wenn ich nicht am Hinterkopf Augen hätte. Wieso, was ist da hin? Ich hab gedacht, ich habe DJ Ötzi gehört. Nein. Kann ja eigentlich sein. Nein. Also, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 3-2 auf jeden Fall. Können wir das jetzt mal so festhalten? Ist jetzt schon Ötzi. Tatsächlich? Jetzt? Da ist DJ Ötzi da. Ich sehe die Mütze. DJ! Will ich dir mal etwas geben? Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Wo seid ihr? DJ! Der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelsmeer. Dann schenk ich dir heute Nacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Unser Leben. Möchte ich dir heute etwas geben? Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Meine Muss in die Hände, in tausend Jahre wird er deinen Namen tragen. Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Und der Tafel ein Stern, der deinen Namen trägt. Schenke ich dir heute Nacht einen Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. 5, 4, 2, wo sind die Hände? Der deinen bin und ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich war damals tatsächlich auch hier im Hackerfestzelt. Ich bin mit der Bayern. Ja, eben. Ich fand das sofort toll mit den Sternen, mit den Wolken. Damit kann ich auch was anfangen. Und es war wirklich ein ganz anderes Erlebnis hier auf der Wiesn. Inzwischen kenne ich es natürlich. So, als angehende Astronautin sollte man die Fliehkräfte eigentlich beherrschen. Aber wir wollten mal den Test machen. Und zwar den Extremtest mit dir. Schauen wir, was rausgekommen ist. Cosa mi aspettavo, questo non lo so.
dynamisch. Schauen wir mal, also ich kenne das Chaos-Panel selber noch nicht, bin zwar nie gefahren. Da steht, dass man bis zu 4G erleben wird. 4G ist halt das Vierfache vom Körpergewicht. Also das sind schon Kräfte. Ich habe das schon mal erlebt, aber jetzt noch nicht so chaotisch mit so viel Dynamik drin. Also ich bin gespannt. Che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi. Vivi come vuoi e non fermarti mai. 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi. Vivi come vuoi e non fermarti mai. So ein bisschen mulmig war dir schon, oder? Also ich fand's alles super. Muss man sagen, das Einzige, was ich ein bisschen schwierig fand, war das Chaos-Pendel. Im Laufe der 100 Jahre. Du hast aber auch ein bisschen was mitgebracht. Sind das Pflegeprodukte für die Lederhosen? Ja, genau. Ich habe es natürlich mich gefragt, was macht man, wenn da ein Flecken drin ist. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, gell, so bin ich halt. Und dann habe ich die Sachen mitgebracht. Und zwar ist das ein Schwamm und ein Kernswerfer und ein Tuch. Meine Tennisbälle habe ich jetzt vergessen, wegen dem Reinigen und so. Und dann habe ich ein paar kleine Hosen mitgebracht, nicht, dass da alles voll ist, dass keiner mehr weiß, dass man uns nicht mehr sieht, sondern da können wir dann das machen, so wie du das willst. Was hast du heute für eine an? Eine schöne auf jeden Fall. Ja, es ist eine Lieblingshose natürlich von mir und ein Hosenträger dazu. Und Zeig's nochmal. Sehr schön. Wunderbar. Beworben haben sich weit über 30 Gruppen und Einzelkünstlerinnen und Künstler. Dann hat es natürlich eine Vorentscheidung gegeben, die traf das Bayerische Fernsehen, eine Fachjury draus. Und dann haben wir noch 12 Aspirantinnen und Aspiranten gehabt, die übrig geblieben sind. Die haben sich dann dem Publikumsvotum gestellt. Ich bin der Chef, der Horst von meiner Straße, die trinkt sie Hütscher, Luther, Rala, Post. Ich bin der Chef, der Horst von meiner Straße, die trinkt sie Hütscher, Luther, Rala, Post.
Dann nahm ich mir ein Weib, da hat's mich Gott bestraft. Aus Moosburg! Dort bin die andere Hosen schon auf so überlebt. Es geht ins Herz! Ich bin der schärfste Hund von meiner Straße, der sitzt am Pultl in meinem Reisepass. Bin ich ein Regenanz, noch Präherst Sommer. Ich hab als Ausgleichssport ein Kerl ein Schrammer. Aber wenn man die Lieder singen hört, dann kann man nicht sagen, geht's auf Seiten, sondern bleibt gleich stehen und hört euch das ganze Lied an. Ist eine Wahnsinnsstimmung hier in der Schönheitsgöttingen. Wir jubeln und trubellieren, wir singen nochmal den Refrain. Und ihr hört es ja, hier ist dann gleich Zapfenstreich, aber bei euch drin noch lange nicht. Wir schicken ganz liebe Grüße und wir sehen uns gleich oben auf dem Boden. Wir sagen Servus und bis gleich. Und jetzt ist bei mir der Pressesprecher der Münchner Polizei, Markus Da Gloria Martins. Wir sind ja schon fast beim Du gewesen, gell? Grüß Gott, hallo. Die Wiesn geht gleich zu Ende. Diese Wiesnzeit wird die Theresienwiese der sicherste Ort der Stadt sein. Ja, das ist natürlich eine gewagte Aussage. Sie ist ursprünglich im Original ein bisschen anders formuliert gewesen, aber hier steckt so viel Planung drin, hier steckt so viel Herzblut auch drin von den beteiligten Kollegen und hier steckt so viel auch Organisation hinter, dass wir, die das im Hintergrund geplant haben als Münchner Polizei, wirklich sagen, in München ist das mit einer der sichersten Orte, das stimmt. Jetzt gab es zur Halbzeitbilanz, hieß es schon, mehr Menschen, die hier waren, und aber weniger Delikte. Sind die Menschen denn jetzt vernünftiger geworden oder Sie noch besser? Die sagen, ich muss auf der Wiese springen, aber da unten springen ist irgendwie schon ganz geil, wenn so viele Leute mitgehen. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Hey, stimmt. Hey, jedes Jahr auf der Wiesn aufs Neue diskutiert, wie darf man denn aufs Oktoberfest gehen? Wie ziehen wir uns denn an? Zum Dirndl gehen ja wohl keine Turnschuhe, sagen die einen. Die anderen sagen, das sind No-Gos. Dann gibt es auch welche, die sagen, das sind doch Yes-Gos. Also wir finden, kommen Sie einfach, wie es wollen, aber wir schauen uns trotzdem mal die exquisitesten Exemplare an. Yes-Gos. Was ist? Auf geht's. Time when my life was mine seemed to be going great and fine.
Fahrers ready? Ja. Fahrer bereit? Jawohl. Mass hängt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Die sind so gut. Nein. Aber wo ist denn die Caro? Ja, da hinten saufen sie das Bier aus. Oh Gott, Dankeschön. Caro, du warst doch beim Slalom in Schladming. Wo fährt man um die Pylone? Ja, bin ich ja. Aber die ist ja auch auf der Seite. Ich dachte, wir machen Seitentauchen. Nein, du musst da, wo ich war, musst, hättest du anfangen müssen. Ja, das hat mir ja vorher keiner gesagt. Ich fahr, das Fahrrad war in die Richtung. Da bin ich in die Richtung gefahren. Und Sieger, hallo, haben wir zum wiederholten Male. Ja, daheim ist daheim. Wir sind halt daheim. Mach dich so, Corona. Das ist das Wichtigste. Ich finde, dass ein Tier komplett verarbeitet werden muss. Ich kann nicht nur vom Tier, was ja gezogen und geschlachtet wird zum Verzehr, nur die Edelstücke rausnehmen. Man muss das Tier komplett verarbeiten, ist meine Meinung. Dann kann man eben eine Zunge anbieten und man kann ja viele Sachen draus machen. Man kann es sauer machen, man kann es als Kesselfleisch machen. Da kann man viel draus machen. Man muss es nur wollen. Macht die Leute Liesl für unsere Einlage? Das ist sehr geschmacksintensiv. Wenn man in so eine Zunge reinpasst und so ein Herz in die eine, dann hat man einen unglaublichen Hoku vom jeweiligen Tier. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich das Herz und die Zunge und das nicht mag. Aber das geht ein bisschen verloren, die Wertigkeit dessen. Aber das macht nichts. Es gibt einen Haufen, die es mengen und die, die es nicht mengen, sind ein Schweinsbrunnen. Das Kronfleisch haben, glaube ich, früher meistens die Metzger selber gegessen. Und wenn wir es jetzt nachher aufschneiden, ist es richtig schön rosa. Und es ist nicht wie Steak, also futterweich wie Steakfleisch. Es hat schon nur einen leichten Biss und hat einen ganz, ganz eigenen Geschmack. Es wird sehr wahrgenommen. Ja? Am Wochenende nicht so, aber unter der Woche, wenn die Einheimischen da sind, 40, 50 Portionen am Tag, bringen wir da circa weiter. Und schauen, dass man in der Mitte sitzen bleibt. Dann holen wir sie jetzt mal auf die Platten, wie sie heißt. Das eine ist das Hannes Ringelstädter-Team mit dem Hannes Ringelstädter und der Caro Matzko. Einen Riesenapplaus. Und die anderen beiden sind von der Horm ist der Horm. Das ist die Carina Dengler und der Harry Blank. Applaus für die zwei. Ja.
Jetzt wird's ernst. Ich erkläre euch jetzt kurz das Spiel. Ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst der Gravitation widerstehen und vielleicht auch so dem ein oder anderen Medizinball. Wer als letzter droben sitzt, der holt den Punkt für sein Team. Le Mans Start auf meinem Pfeifen. Besten Platz suchen, okay? Also nochmal runter von der Platten, bitte. Du siehst nichts. Einfach der Nase nach. Auf die besten Plätze. Fertig. Die sind genauso blöd wie die Psoffen. Halle! Das sagt er vorher noch, er sieht nichts. Wir machen wir mal. Ja, sagt er sich, es war eine Finte, also, war das. Du hast das mit dem Rock im Griff, oder, Karina? Ich hoff's. Ja, so ist gut. Ja, wir hoffen es nicht. Seid's bereit? Also, viel Spaß, die Herrschaften. Auf geht's. Stefan, dann legen wir los. Er druckt, ich werde druckt von hinten. Momentan schaut so aus, dass die Karina die besten Chancen hat. Was? Die sitzt am besten in der Mitte. Aber der Harry ist auch ein Platzhirsch. Der macht schon taxenbereit und schaut blöd. Der Hannes hätte einen wunderschönen Landeplatz für unseren Boy am Kopf. Ja! Ja. Ja, die Caro macht's nicht mehr lang schon. Ja. Achtung, sie ist gleich da. Jawohl. Aha, die beiden Herren bleiben über. Ich glaube, der Hannes macht's nicht mehr lang. Ja. Der Harry, dem macht das gar nichts aus. Du speibst gleich. Du kennst ja das Motto unseres Fahrgeschäfts, das Teufelsrad, eine Fahrt zum Kotzen. Hallo, fahr ab! Der Harry ist überblieben. Also, einen Gewinner haben wir schon mal, aber den kriegen wir jetzt auch noch runter. Der Hoheim ist der Hoheim, wie der Preis sagt. Kommen schon, Applaus! So, werden wir jetzt uns von Harry auf unseren Sieger warten. Erstmal, das ist eigentlich mein Wiesensouvenir. Das hätte ich jetzt gern behalten, aber das seid ihr nochmal vergönnt. Ja, danke. Das sind genau die richtigen Schuhe. Aber ich hab gemerkt, ich hab keinen Halt, dann muss ich einfach wegschmeißen. Oh, die Matzen, das tut schon irgendwie auch. Diese Boller da auf dem Kopf, das ist nicht nur angenehm. Ja, wir haben ja am Anfang gedacht, du verweigerst den Medizinball. Ja, ja, ich wollte ihn schon verweigern, aber er hat mich nicht verweigert. Oh, leck. Kämpft hast ordentlich, muss ich sagen, gell? Aber es war ganz schöne Fliehkraft zu spüren. Nein, ja, erstens sehe ich nichts, weil ich meine Brille abgeben musste. Und war, in dem Fall vielleicht sogar besser gewesen. War irgendwie nur damit beschäftigt, irgendwie die Füße dagegen zu stemmen. Ja. Aber er hat von hinten so gedruckt, weil er halt eher ein Volksschauspieler ist. Also, wir haben unseren ersten Sieger und das werden wir jetzt dann oben gerne ein bisschen weiter diskutieren. Life is life, na 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 na. Sierra, Sierra Madre, say to. Atemlos durch die Nacht ist ein neuer Tag erwacht. Hey, hey, baby. Ich bin so schön und auch so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Oh, das ist Wahnsinn. Bringt mich in die Hölle. Hölle, 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 Hölle.
Bilanz. Dann küren wir den Wiesn-Champion 2018 und dann natürlich der Oktoberfest-Hit. Der darf nicht fehlen, den suchen wir auch. Aber liebe Zuschauer, lassen Sie uns erst ein bisschen schwelgen in Erinnerungen an diese wunderbaren zwei Wochen Wiesn. Also eine echte Wohlfühlwiesen, wo allerdings so der ein oder andere sein Wohlfühlgewicht verloren hat. Spätestens dann am nächsten Tag, am Morgen, beim Blick auf die Waage. Daher der Begriff Morgengrauen. Aber es ist halt einfach auch alles so lecker auf der Wiesn. Man muss sich ja richtig durchschlemmen, weil alles so köstlich und gut schmeckt. Und apropos zunehmen, Konstanze Lindner ist heute den ganzen Abend noch bei uns auf der Wiesn unterwegs und bei der ist gerade richtig pundig. Das habe ich mir gedacht, harte Verhandlungen, dann behalt dein Einhorn. Ich würde es auch nicht hergeben, ganz ehrlich nicht. Pfirti, ich würde es auch nicht tauschen. Habt ihr Mandeln? Habt ihr irgendwas? Dir fehlt das Bandel da. Ich brauche irgendwas zum Tauschen. Grüß dich. Servus, hab doch gerade. Wie viel Bargeld hast du dabei? Oh, das weiß ich, ob ich saufen kann heute Abend. Ach so, aber schon mit der Holden, oder? Ja, sicher. Du schau, ich habe nämlich diese unglaubliche Wir in Bayern Tasse und würdest du, ich weiß, hast du ein Strumpfband? Strumpfband, leider. Auch nicht. Hast du ein Strumpfband? Nein. Okay. Habt ihr 50.000 Euro für mich? Nur im Check. Ja, da hat die Heidi Klum hat da reingeweint. Ich habe die Tränen der Heidi Klum in dieser Tasse selber unglaublich. Ja, ich weiß. Unglaublich. Also ich kriege keine 50.000 von dir für diese Tasse. Nein, habe ich nicht dabei. Am Sonntag im BR Fernsehen und da gibt es nochmal alles auch über das Finale von Jetzt sing ich. Endspurt auf dem Oktoberfest. Zum letzten Mal dieses Jahr im Himmel der Bayern. Das Wiesn-Finale 2018 live. Also das große Wiesn-Finale 2018 mit Claudia Fingererben und Tom Meiler zum letzten Zapfenstreich. Schön, dass du da warst und was die anderen so machen, das sehen wir jetzt. Einen würdigeren Wiesn-Abschied als den alljährlichen Salut der Böllerschützen mittags um 12 an der Bavaria kann es kaum geben. Traditionell ehren die Böllersalven die neuen Landesschützenkönige und sind zugleich ein lautstarkes Servus fürs Oktoberfest. Noch müssen die Schausteller fleißig sein, treffen aber schon Vorbereitungen fürs Abschiednehmen. Am Teufelsrad werden bereits am Nachmittag Luftballons aufgeblasen. Die braucht Elisabeth Polacci immer zum Wiesenende. Den nehmen wir halt zum Abschluss her, wenn wir fertig sind, dann gehen alle Gäste, die noch da sind, raus. Jeder kriegt einen Luftballon, dann lassen wir steigen und die heilige Wiesn ist halt dann um. Dann ist vorbei. Das Käferzelt. Freeport Bahn!
Jedes Jahr am letzten Wiesentag legen die Köche dort eine kurze Pause ein und besuchen den Skyfall gleich nebenan. Eine schöne Belohnung für Max Krüger und seine Kollegen. Wir sind halt die ganze Zeit am Rackern, 14 Stunden am Tag oder sonstiges. Und halt ein bisschen Spaß am letzten Tag muss er sein, oder? Skyfall-Chefin Michaela Götzke spendiert ihren Nachbarn die Freifahrt jedes Jahr und möchte diese liebgewonnene Tradition auf keinen Fall missen. Ah, das war schade, wenn sie keine Zeit mehr hätten, weil das ist halt doch ein Ritual, das hat sich mittlerweile eingespielt und wird halt ein Stück fehlen zum Abschluss. So aber bleibt das ein Abschluss mit einer ordentlichen Portion Nervenkitzel. Wie war's? Flattermann. Shocking, shocking. Nicht für alle Wiesenleut bleibt Zeit für Abschiedsrituale, wenn das Oktoberfest seinem Ende entgegengeht. Frank Ritter vom Riesenrad hat die Wiesen am letzten Abend schon so gut wie abgehakt und denkt bereits jetzt an sein nächstes Ziel. Wir werden in der Nacht schon den ganzen Teil der Dekoration entfernen. Und ab morgen Mittag sehen Sie hier eine Baustelle. Und dann geht das Rad nach Berlin auf den Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus. Hier abbauen, dort aufbauen und dann geht die Weihnachtsmarktsaison los. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Das ist unser Abschiedslied für diese Wiesn heuer. Leider. Aber es gibt ja nächstes Jahr und dann sind wir wieder dabei. Und jetzt in München steht ein Hofbrauhaus und Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser großen Stadt das Laster keine Chance hat. Denn jeder ist gut informiert, dann Rosi täglich inseriert. Damit in dieser großen Stadt das Laster keine Chance hat. Und draußen im Hotel Amour langweilen sich die Namen nur. Weil jeder, der zittert, der Dominik zittert. Skandal im Sperrbezirk. Skandal. Im Sperrbezirk Skandal! Skandal um Rosi! Ich hab nie wieder Winke, Armin! So, ihr könnt noch. Was ist mit mir? Jetzt hast du auch noch gewonnen! Ich glaube, du hast keine Buja. Ich glaube nicht, dass du gewonnen hast. Das ist eine Unverschämtheit. Straße geht, Sommer zu der Kraft, die alles aus der Nacht, ob ja.
Wir haben fast keine Pause. Also es gibt schon so ruhige Zeiten unter der Woche. Sagen wir mal so zwischen 7 und 9. Dann ist wieder so eine Stoßzeit, da kommen Kellner zum Frühstücken und dann vielleicht noch mal eine Stunde vor dem Mittagessen. Aber ab 11:30, 12 geht es nonstop. Weiter muss ich den Text auch nicht. Wir sehen uns morgen wieder hier im WDR Fernsehen, live von der Wiesn. Viel Spaß euch noch. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Servus. Prost. Der sich so gut auskennt wie du. Vom Schichtl sagen ja täglich. Aber ich habe gerade einen kennengelernt. Ich habe gerade einen kennengelernt mit dem Fragen. Servus, wie heißt denn du? Tim. Du bist der Tim und wo kommst du her? Aus Bayern. Aus Bayern. Der Tim aus Bayern. Schau her, Tim, das ist für dich der Tim aus Bayern. Manfred, wenn ich jetzt so schaue, schauen wir mal jetzt zum Beispiel hier. Wie nehmen wir denn da? Da haben wir jetzt jemanden. Was würdest du jetzt sagen? Was würdest du jetzt sagen? Woher, Sandy? Also ich würde sagen, ist es Spanien oder Italien? Her. Wie? Italien. Ha? Ich habe gesagt Spanien oder Italien. So, muchas gracias, Italien. Señore. A testa aquí. Achso, nicht Mann. Hola.
Hast du es auch Spanisch? Das ist wurscht. Salve. Salve, ciao. Salve, ciao. Arrivederci. Ciao, Bella. Bella, ciao, Bella, ciao. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir es mal ein bisschen schwerer. Warte mal. Hier. Das ist für ein Scheißjob, das sage ich euch. Nichts sagen. Hier läuft der Quer, weil so kurv ist. Du kommst, ich würde sagen, schau mal. Gnädige Frau. Es tut mir leid, ich werde hier überfordert. Aus Bayern. Aus Bayern. Aus Garmisch-Partenkirchen. Nein. Doch. Haben wir nicht. Magst du nicht aus, komm, sag doch, du bist aus Österreich, weil du schaust so unglaublich österreichisch aus mit weiß-weiß-rot. Und Hose. Ja, du bist aus Innsbruck, oder? Fast, am Berg rauf. Ja, eben, schau, ich sag einmal, das ist eindeutig. Haben wir Innsbrucker vorne? Eindeutig Österreich. Ja, okay, machen wir Werbung für Österreich. Das ist Österreich. Ist das Österreich? Nein, das ist Schweiz. Ach, das ist die Schweiz? Nein, das ist Wein. Dänemark. Dänemark ist das. Wir haben Österreich, ich weiß es. Ach, dann nimmst du es. Ich habe nie behauptet, dass ich gut in Flang bin. Dann grüß mir Österreich. Vierti, vierti. Ich liebe den Manfred. So. Danke, haben wir die jetzt mal abgegeben, oder? Aber da gibt es kein Pirinha, kein brasilianische Getränke. Ja, das ist sehr gut. Also, viva do Brasil! Liebe Zuschauer zu Hause, ich weiß nicht, ob Sie schon bemerkt haben, aber in Sachen Flang bin ich wirklich ganz, ganz schlecht. Fast so schlecht wie in Mathe, aber... In Flaggen ist nicht schlecht, aber vorne hat es schon ganz schön gut, mein Lieber. Ich mache mich vom Acker und sage, obrigado, adios, servus. Hey, aber es ist ja egal, weil wir sind ja alle in Europa und haben uns ja alle sehr lieb. Dominik, und wir dich auch. Wo ist der Calpirinha? Ja? Viva Brasil! Sind der Herr dahinter? Schau mal her, geil. Wie der das macht. Der hat da mal früher gearbeitet, das hat er nur nicht verzeiht vorher. So ein Hundling, glaubt das? So macht er das jeden Abend daheim? Ja, eben daheim. Er sagt, die Frau kriegt was und er kriegt was. Welche Technik wendet der Hannes an? Kann er dabei sprechen? Oh, das schaut nach Hannes kann nicht dabei sprechen. Das Fass ist leer. Nee. Schau schon zu, ja. Ja, schau dir mal was an. Das ist jetzt euer großer Vorteil. Wir haben noch 10 Sekunden. Ich habe nur in Berlin an der Bar gearbeitet. Hannes Ringelstädter beim Zapfen. Das große Entscheidungsspiel beim Riesen-Champion. Und vorbei ist. Die weg damit. Die, die darf trinken. Das Norgal darf trinken. Schiedsrichter, sind die alle ordentlich gefüllt? Schauen wir mal in die Schläger für den Anfang. Ein bisschen Zufall vielleicht. Nein, aber das ist kein Zufall. Das ist Können. Zufall, zu voll. Zu voll, ja, das tut mir leid. Ich komme aus einer anderen Zeit, da hat man nur zu voll wird super, natürlich ja. Disqualifiziert. Genauso wunderbar, wie wir zählen die Krüge. Eins, einmal auf der Wiese, zwei, der drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Volle Krüge für das Team Ringelstädter. Ja, schaut ihr die alle an, die schauen alle glücklich aus. Und darum muss das Bier auch wunderbar gelungen sein. Unsere Brauer haben wieder alles gegeben. Und wenn das so schmeckt und so gut ist und die so gut feiern, haben wir nichts falsch gemacht. So, und jetzt dürfen die letzten Wiesenmassen und die Tränen fließen. Wir sagen Dankeschön fürs Dasein. Warte. Ja, ich muss euch schon ein Danke sagen. Weißt du, so ein tolles Fest, ich muss auch organisiert sein. Und wir haben eine ganz tolle Servicemannschaft, die Küchenmannschaft. Wir haben einen neuen Küchenchef, Andreas Lindstedt, hat das super gemacht. Wir haben eine Geschäftsleitung und der Service. Ich kann euch sagen, diese Leistung bringt man, wenn man so nette Gäste hat. Ihr seid tolle Gäste, wir haben eine tolle Mannschaft. Es tut mir leid, dass jetzt das Fest aus ist. Aber fand es jetzt schon spannend, dass es nächstes Mal wieder gehen geht. Danke. Und von meiner Seite auch noch ein großes Dankeschön an die Familie Reunerer. An das ganze Team des Hacker Festzeits und insbesondere an unsere Gäste. Ihr seid die Größten. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen 2019. Holt die Taschentücher raus, holt die Wunderkerzen raus. Ja, schon. Jetzt kommen die Sternlespeier zum Einsatz. Wann brennen die denn endlich? Verzögert, was ist denn los? Harry, wann kommt denn hier endlich mal der Funkenflug? Gleich geht's los. Jetzt kommen die aller schönsten Minuten eines Oktoberfestes. Diese letzten Minuten, wenn es zu Ende geht und sich alle in den Armen liegen.
schauen wir einfach nur. Und lass bewiesen 2018 auf uns wirken. Dickes Bussi! Jetzt wird noch genossen, Harry. Aber wir sehen uns ja gleich wieder quasi. In Wanne. Alle mit singen. In 349 Tagen ist ja schon das nächste Oktoberfest. Es geht schneller als man denkt. Zum Vormerk am 21. September geht's los. Schönen Abend noch, gesund bleiben und immer schön feiern. Bis nächstes Jahr. Servus.